Schiffsbauer. Und dann Kanonier. Weil ich so will. Dann noch Kraftpaket, falls er kämpfen muss. Ich weiß auch nicht. Den kann ich eigentlich freilassen, genau. Passagier. Einen Passagier habe ich jetzt noch. Das Kanonier, das ist doch schon mal gut. Und hat Navigationspunkte. War ich das? Keine Ahnung. Nee, den habe ich doch gerade erst geholt. Aber mit Navigationspunkten ist der echt klasse, als nächster Captain einzusetzen. Dann ja sicher, das Kanonier. Gut. Dann fehlt mir noch ein Schiffsarzt. Ja, den werde ich auch noch irgendwann auftreiben können. Irgendwann. Stimmt, ich muss ja noch... Was darf sein, Captain? Hier muss ich noch schlafen. Wo will der hin? Ich habe euch ein lukratives Angebot zu unterbreiten, Kapitän. Da fahr ich doch eh hin. Dann schleiche ich da rein und dasselbe wie vorher und dann fast 2 Tage gespart an Fahrt. Sicher 2 Tage, wenn man Hin- und Rückfahrt nimmt. Die besten Waren zum Spottpreis. Ja, dann kommen wir zu dem hier. Da wird alles runterverkauft. Ne, auch die Nahrung, genau. Weizen, Schokolade und Pfeffer. Sehr interessante Mischung. Und bei dem, da bin ich mir jetzt... Ach was, alles runter, alles runter. Alles weg. Hauptsache Platz auf dem Schiff. Und Geld in der Kasse, das ist die andere Sache noch. Muss man auch immer dran denken. Nahrung will er also nicht mehr. Was haben wir hier? Planken haben wir 3 Stück. Woher kommen die 3 Planken? Ich bin ja mittlerweile so misstrauisch. Weil nicht, dass ich das nächste Mal dann 100 Planken habe und dann wieder... Was weiß ich, das anfängt mit den paar Millionen Planken. Kobra und noch mehr Sklaven. Ach was, verkaufe ich die alle? Dann ist auch gut. Na dann. Haben wir jetzt die Schiffe leer. Und da sehe ich wieder... Ach, Gefährte. Achso, das ist eine andere Kapitän. Tja. Könnten wir auch gut mitnehmen. Nein, ich wollte zu den Kämpfern und die ein bisschen besser ausstatten. Zum Beispiel Rang 9. Der kann ja mittlerweile unter anderem die Wespe verwenden. 2 bis 18. Na, 12 bis 18. 14 bis 18. Nö, ist ja egal. Doublet hat er schon. Ansonsten, ich muss mal wieder aufräumen hier. Der hat mittlerweile auch Rang 9. Das bedeutet, ich verpasse dem... War das? Goldene Nadel, Rang 9, 13 bis 17. Dem verpasse ich mein bestes Schwert. Ein Rang 10 Kämpfer. Dem kann man nicht mehr viel bessere Sachen bieten. Als das, was man selber hat.
Und dann gibt es noch ein Doublet. Jetzt muss ich doch gerade mal gucken. Was ist denn eigentlich hier? 4 oder 5 Pistolen, wenn den Feind uns ein Pistolenblattradikal zu den Gunsten zu wenden. Aber steht nicht bei, dass das Ding einmalig ist, genau eben wie hier, einzigartiger Gegenstand. Kann also gut sein, dass ich noch ein Quartett finde, Bleiquartett. Aber hey. So, jetzt sind meine Jungs ausgestattet. Und das heißt, ab in die meine Werft. Meine Werft steht euch zur Verfügung, Kapitän. Und, mal sehen, 32. 120.000. Oh, das ist... da hätte ich beinahe dran gedacht, das zu verkaufen. Rainbow. Die hier noch. Du musst dein Schiff verkaufen, bevor du ein neues kaufen kannst. Naja, wird ja erstmal repariert. Damit das hier nicht so ganz erbärmlich aussieht. Die armen Schiffe sind auch ein riesiger Flickenteppich mittlerweile. So. Na, ich nehme die explodierenden Kanonen in Kauf fürs Erste, bis ich dann doch mich entscheide, ein Linienschiff zu nehmen oder was auch immer. Aber man muss echt sagen, das Schiff ist echt schön bunt. Grüne Fenster, rot oben drüber, blau unten drunter, lila, braun, weiß, orange, schwarz. Gut, die Eisbeschläge. Hey, da sind alle Farben dran, die es damals gab. Also, ist schon ganz cool. Drehen, bis man in die Bucht rausguckt. Und dann geht's auch schon raus auf die Karte. Offenbar Kriegsgeschwader 2 Schiffe. Okay. Sind das die direkt vor? Direkt vor mir, die. Jetzt steht der Wind nicht günstig für mich. Das ist natürlich blöd. Dann wollen wir doch mal entern und... Das ist die Frage, nehmen wir das... Ich glaube, wir nehmen das Schiff nicht, dann rammt es uns nämlich nicht. Das macht die Sache dann einfacher. Wenn es mich dann eben nicht rammt. Weil dann tut es auch nicht so weh. Schießen. Und fertig. Billiges Entermesser schon wieder. So, Medizin. Nahrung. Den Rest kann ich eigentlich drauf lassen. Ich habe sowieso schon zu viel Zeug dabei. Was ich jetzt nochmal gucken wollte. Das sind noch 200. Nee. 1, 9, 9. Moment. 8. Nee, 5, 7. 70.000 Erfahrungen, die ich brauche. Um eben ins nächste Level aufzusteigen. Was ziemlich krass ist. Ein Award beigelegt. Die anscheinend auch. Oh, ich muss in den Wind, ich muss in den Wind. Nicht aufgepasst. So. Dann wollen wir doch mal sehen, wer jetzt hier die besseren Karten hat. Stehe ich den anderen wahrscheinlich direkt im Weg.
Okay, so langsam komme ich in die Reichweite der Heckkanonen. Und sie haben praktisch aufgegeben. Oder sie drehen bei. Uah. Langsamer werden, langsamer werden, langsamer werden, langsamer werden. Puh. So dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Ich wollte das nur nochmal sicherstellen, bevor da irgendwie was aus der Kontrolle wird. Schön, so schnell kann es gehen, mal wieder. Dann wollen wir mal. Hallöchen, Herr Kapitän. Schöne Verteidigung, die hilft aber nichts gegen eine fliegende Kugel. Und da ich ein Pirat bin, darf ich das auch. Ja, das Schiff wird gekapert. 3 Mann habe ich noch, das heißt... so gut, wie ich es eben brauche. So viele, wie ich brauche, stimmt. So stimmt es bei eher. Richtung Norden war nicht die Richtung. Ich war gerade auf dem Weg von unten nach oben. Unter anderem wegen meinem Auftrag. Und deswegen muss ich sicher nach oben. Normal kann ich ja dann entscheiden, ob ich hoch oder runter will. Eieiei. Aber jetzt ist es natürlich so. Jetzt muss ich hoch. Jetzt muss ich hoch. Wow. Straf... oh nein, da steht schon wieder Man of War dabei, oder? Moment, Moment, Moment. So. Strafgeschwader. Oh, das sieht echt nicht gut aus. Das sieht nach 2 großen Schiffen aus. Wovon ich, glaube ich, 1 noch nicht kenne. Also natürlich, dass wir jetzt... ah ja, Man of War, ein Schlachtschiff. Und ein... was auch immer. Oh, ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Wie das funktioniert, was ich vorhabe. So rum. Boah, jetzt hauen die auch noch ab. Die sind verflucht schnell. Ich müsste das Schiff wahrscheinlich fast schon tauschen hier. Okay, Flaggschiff angreifen. Die Kleine hier. Ich will ja erst den rechts haben und dann den links. Das wäre so mein Vorschlag. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Boah, das Schiff ist schnell. Ich habe das noch nicht mal auf schnellen Zeitvorlauf gestellt. Und trotzdem... oh oh, die versenken mich gleich. Oh Mann. Das war gut knapp. Ich weiß schon genau, wie ich es mache. Genau wie ich es mache.
zwar werde ich erst das Schiff tauschen und dann kapern. Dann dürfte ich auch... Ach nee, ist mir sowieso egal, wie ich das mache, weil mit dem vorher Kapitäne wechseln kriege ich das sowieso hin. Tja. So sieht's aus. Ah, scheiße. Hätte ich doch vorher... Muss ich es wohl doch versenken. Obwohl ich es eigentlich gar nicht vorgehabt habe. Naja. Kommt eben mal vor. Obwohl ich es echt schade finde, ein Kriegsschiff zu versenken. Schade, schade, schade. Oh nein. Vor allem... Oh, der Man of War haut ab. Sehr interessant. Nein, jetzt bricht auch noch mal in einer Mast. Jetzt ist wirklich gerade mal blöd. Spiel speichern. Hätte ich sowieso längst mal machen müssen. Und jetzt hoffen, dass es funktioniert. Und jetzt reiben die beiden Man of War aneinander. Nicht gut. Und das Problem ist einfach, ich komme so nicht an den ran. Ich müsste irgendwie vor dem landen. Wo ist er denn? Hinter mir. Vielleicht sollte ich hier irgendwie mal sagen, er soll die Segel streichen. Okay. Man kann es ja wieder laden, ja? Okay. Tja. Obwohl, warte mal, vielleicht, wenn ich... Moment, Moment, Moment. Wenn ich das hier lade... Und... Ups.